So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich sag mal, wir fangen an. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Stefan Müller. Ich bin IT Compliance und Security Consultant bei der Direktgruppe. Das ist die dritte Firma auf dieser ersten Folie. Wir sind ein Firmenverbund, sind also ein ganz bunter Blumenstrauß von Technikern, von Projektmanagern und eben auch von Compliance-Menschen wie mir. Wir arbeiten mit einem Schwerpunkt Cloud Computing, kommen aus der klassischen Infrastruktur und sind dann eben mit dem Schwerpunkt Cloud Computing heute primär unterwegs in ganz Deutschland, aber auch darüber hinaus. Worum es heute geht, ich werde ein Tool vorstellen, das wir Compliance Factory nennen. Das ist ein Web-Tool und werde dafür aber erstmal einen Rahmen setzen. Das soll heißen, es ist grundsätzlich erstmal als SaaS konzipiert. Aber um dieses Werkzeug optimal zu nutzen, sollte man das in einem gewissen Kontext verstehen. Den werde ich eingangs kurz erläutern. Dann gehen wir kurz durch das Werkzeug selber. Und ich zeige so ein paar Standard-Vorgehensweisen, die wir normalerweise bei unseren Kunden auch ausrollen. Und werde dann, wenn ich dieses Tool vorstelle, auch noch konkrete Schritte und konkrete Vorlagen zeigen, wie man Compliance in der Cloud leben könnte. Hier erstmal das grundsätzliche Problem, mit dem wir bei unseren Kunden oft zu tun haben. Natürlich, Cloud Computing oder alle Technologien, die damit verbunden sind, die kommen erstmal sehr innovativ daher. Da gibt es diese Worte KI, Machine Learning etc. pp. Aber es fängt ja eigentlich auch schon an bei Microsoft 365, dass man das compliant in die Cloud bekommt. Und das grundsätzliche Thema ist eben, wir haben sehr viele fachliche Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Und dazu kommen eben noch eine Reihe von regulatorischen Anforderungen. Die sind auf dieser Folie kurz skizziert. Die BaFin dürfte jedem bekannt sein, spätestens nach dem Wirecard-Skandal. Es gibt viele Anforderungen von der Informationssicherheit. Da ist die ISO 27001 ein wichtiges Thema. Und wir haben hier noch eine Reihe von Regularien, die relevant sind, wenn es auch ins Ausland geht, zum Beispiel hier die Federal Drug Administration in den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, das hier ist das Kernproblem. Wir haben viele fachliche Anforderungen, viele technische Anforderungen, die gemeistert werden müssen. Und obendrauf kommen dann eben noch diverse regulatorische Anforderungen, die es zu erfüllen gibt. Die sind natürlich auch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall verschieden. Die können sich von der Branche unterscheiden. Und das macht die Sache eben sehr, sehr komplex. Zeitdruck ist dann natürlich auch immer ein Thema bei dieser ganzen Geschichte, was die Sache dann nicht einfacher macht. Ich sagte ja zu Beginn, wir haben dieses Tool Compliance Factory und ich ordne das kurz ein bisschen ein. Wir sehen das immer als eine Kombination aus technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und der erste Punkt, mit dem wir normalerweise zu einem Kunden gehen, ist so diese Implementation eines sogenannten Cloud Competence Center. Das kann einen beliebigen Namen haben. Es handelt sich hierbei um eine zentrale Organisationseinheit aus Technikern, aus Projektleiterinnen und Projektleitern und eben auch aus Menschen, die sich sehr um diese Themen Compliance, IT-Sicherheit etc. kümmern. Aus diesem Cloud Competence Center entsteht in der Regel ein Prozess, ein Ablauf. Das ist ein Onboarding, das kann aber auch ein 365-Grad Lifecycle von Cloud-Initiativen sein. Und diesen gestalten wir dann aus dem im Grunde mit oder in der Regel auch in Abstimmung mit unseren Kunden. Und eines dieser Tools, mit denen wir diese Organisationsformen auch diesen Prozess abbilden, ist dann die bereits erwähnte Compliance Factory. Gehen wir da kurz rein. Hier ist nochmal ein Überblick über das Cloud Competence Center. Da kann ich auch im Nachgang konkret auf einzelne Punkte eingehen. Im Grunde ist das so eine Art Mini-Cloud-Unternehmen in einem Unternehmen, das sich wirklich um alle Aspekte der Cloud oder des Cloud Computings kümmern kann. Vom Change Management, wie gesagt, bis zur Projektleitung, technische Umsetzung und eben Compliance-Themen. In der Regel, und das ist das Ziel auch von der Compliance Factory, bilden wir auch einen Onboarding-Prozess ab. Und diesen habe ich hier kurz dargestellt. Das soll einfach nur mal visualisieren, dass es verschiedene Projekte gibt, die in die Cloud gehen wollen, mit einem verschiedenen Umfang von Anforderungen. Also hier zum Beispiel ein Projekt, das sehr, sehr viele Anforderungen von einzelnen Stakeholdern hier erfüllen muss. Das sind so ein paar Beispiele von sogenannten Stakeholdern. Also IT-Sicherheit spielt ja natürlich eine große Rolle. Der Datenschutz,
spätestens in der Cloud, spielt eine sehr große Rolle, spätestens nach der DSGVO. Wir haben oft auch den Betriebsrat involviert und natürlich die Kolleginnen und Kollegen vom vielleicht auch klassischen IT-Betrieb, wenn DevOps oder DevSecOps noch nicht wirklich gewählt oder gelebt wird. Und hier gibt es dann noch diverse andere Stakeholder, die eine Rolle spielen können. Vielleicht gibt es ein Lizenzmanagement, was in Betracht gezogen werden muss, wenn man Cloud Computing betreibt, etc. pp. Diese Lücke hier, die sagt schlicht, okay, manche Stakeholder müssen für manche Projekte involviert sein, manche Stakeholder nicht. Das Beispiel Betriebsrat ist relevant. Der Betriebsrat ist in der Regel nur relevant, wenn eine Mitarbeitende von Cloud-Projekten betroffen sind. Wenn zum Beispiel eine neue Park-Applikation also für das Parkhausmanagement implementiert wird und es sollten dort Nummernschilder registriert werden oder das On- und also die Mitarbeiter werden dann gemonitort, wenn sie auf die Arbeit gehen und wieder von der Arbeit nach Hause fahren. Das sind auf jeden Fall betriebsratsrelevante Themen. Das wäre so ein Beispiel. Unterschiedliche Anforderungen an verschiedene Projekte und die müssen wir natürlich mit den Stakeholdern unter einen Hut bringen und wollen dabei natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit bei diesen Durchläufen gewährleisten. Und unsere Lösung oder unser Ansatz, den ich auch gerne zur Diskussion hier heute stellen möchte, ist eben dieser Dreiklang, CCC, Call Out Competence Center, einen Onboarding-Prozess und eben das technische Tool, die Compliance Factory. Und dazu, das werde ich auch gleich zeigen, gibt es noch diverse Templates oder Vorlagen. Das sind so Ideen, die wir entwickelt haben, die ich auch in erster Linie entwickelt habe, um diese abstrakten Themen Cloud Compliance ein bisschen greifbarer zu machen, konkreter zu machen, anfassbarer zu machen. Ich werde Ihnen jetzt mal die Compliance Factory zeigen, und zwar in einer Demo-Version. Und ich hoffe, Sie können das auch alle sehen. So, hier sind wir. Was ist die Compliance Factory? Grundsätzlich ist es ein klassisches Web-Tool. Das ist eine Eigenentwicklung von uns. Wie gesagt, es wird mittelfristig werden wir das auch als Software as a Service anbieten, auch in einer Demo-Version anbieten. Ich werde im Nachgang gerne nochmal einen Link teilen, in dem so eine Roadmap skizziert ist, wie sich die Compliance Factory weiterentwickelt. Das ist so der Startbildschirm. Ich bin jetzt natürlich als Administrator eingewählt. Es gibt da verschiedene Rollen. Die Rolle, die wir natürlich abzielen, das ist das Cloud-Projekt selber. Das nennen wir Cloud-Initiative. Kann auch hier Cloud-Projekt genannt werden. Das ist ja auch von jeder Förderorganisation unterschiedlich, was nun als Projekt bezeichnet wird und was nicht. Ich habe hier ein paar Beispiele angelegt, durch die wir gleich gehen können. Ich glaube, es gibt so zwei dicke Themen, die im Moment in der Cloud eine große Rolle spielen. Das ist natürlich die Microsoft Office oder eigentlich nur Microsoft 365-Thematik als Software as a Service, mit dem, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmen Berührungspunkte haben. Und ich habe hier nochmal so ein Mini-Beispiel als SAP und Azure mir ausgedacht einfach, um das ein bisschen zu illustrieren, worum es bei der Compliance Factory geht. Die Compliance Factory selber sind eigentlich systematisch miteinander verschaltete Fragebögen oder Formulare, wenn man so will. Und in diesen Formularen habe ich diesen Cloud Governance Prozess abgebildet, den ich vorher gezeigt habe, ne? Dieser Durchlauf, bei dem eben auf die Bedürfnisse eines jeden Projektes eingegangen wird, was Compliance angeht. Und hier oben, oder hier sieht man natürlich den Projekttitel. Das hier sind verschiedene Phasen. Dieser Prozess, sie hat drei Phasen. Und zwar eine Initialisierung, da wird so ein Steckbrief ausgefüllt, das ist ein kurzer Überblick über das Projekt. Und in der folgenden Phase, die man Klassifikation genannt, kommen dann eben einzelne Stakeholder zum Zuge und können dort konkrete Fragen stellen, die nur sie betreffen. Wie schaut das konkret aus? Ich habe eine ganz, ganz abgespeckte Version einfach hier zu Demo-Zwecken erstellt. Das ist so ein Projektsteckbrief. Hier geht es eben um Microsoft Office 365. Hier kann man kurz beschreiben, was es damit auf sich hat. Wer ist der Datenowner etc. pp. Wir fragen hier in der Regel noch, ist es Software as a Service, ist es Infrastructure as a Service, ist es vielleicht ein Service, der schon besteht und jetzt von einem Rechenzentrum in die Cloud gehoben werden muss. Und dann gibt es eben solche Fragen, die die Weichen stellen für den weiteren Verlauf des Prozesses. Das offensichtlichste Beispiel ist, werden personenbezogene Daten verarbeitet
Und bei Office 365 ist das natürlich in der Regel der Fall. Deswegen habe ich hier Ja angeklickt. Und in diesem Prozessablauf sieht man dann auch, dass der Datenschutz hier eine gewichtige Rolle spielen sollte. Nochmal, ich wiederhole es, der Datenschutz ist natürlich nicht mit vier Fragen abgefrühstückt und schon gar nicht bei Microsoft Office 365. Ich wollte einfach nur illustrieren, wie dieser Ablauf dann funktioniert und dass man dann hier auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Auftragsverarbeitung hochzuladen, verschiedene andere Dokumente hochzuladen. Und das werde ich dann auch nochmal zeigen, welche Templates wir dort verwenden. Hier so eine Illustration von der IT-Sicherheit. Auch das ist ein ganz abgespecktes Beispiel mit so ein paar Platzhaltern. Ich werde gleich nochmal auf das Risikomanagement eingehen, wie man das hier abbilden könnte. Hier können konkrete Beschreibungen umfangreich eingeführt werden. Und ich werde gleich auch in die Administration reingehen, damit Sie einfach mal ein Gefühl haben, wie dieses Prinzip davon funktioniert. Denn im Grunde ist das hier wie ein Lehmklumpen, wenn man so will. Wir können hier ganz viele Abläufe abbilden. Es ist ein Workflow-Tool im weitesten Sinne und das eben individuell auf die Bedürfnisse von der jeweiligen Organisation, bei der wir Cloud Computing einführen, anpassen. Und das ist auch dieser wichtige Punkt. Es gibt immer verschiedene Stakeholder. Es gibt verschiedene Organisationen im Haus, die hier involviert werden müssen. Und das kann man hier eben modellieren. Das ist auch relativ schnell möglich. Was wir dann als Beraterinnen und Berater machen vor Ort, ist einfach fragen, okay, wer soll denn mitspielen? Wie soll er oder sie mitspielen? Und wie können wir das am besten abbilden, auch durch möglichst konkrete Fragen? Dieses Projekt habe ich jetzt noch nicht ganz zu Ende gemacht. Das war hier so ein Probedurchlauf, der jetzt abgeschlossen ist. Das ist dann auch die dritte Phase. Hier waren ja nur zwei erstmal abgebildet. Der Abschluss ist dann nochmal als dritte Phase gekennzeichnet. Und hier habe ich jetzt so einen Beispielsteckbrief angelegt. Der ist jetzt fertig ausgefüllt. Und was ich jetzt als Stakeholder mache, in der Rolle, wie gesagt, als Admin habe ich alle Rollen drin, aber ich kann dann eben diesen Fragebogen genehmigen oder ich kann ihn ablehnen. Wenn ich ihn ablehne, dann muss ich das begründen. Wir haben auch eine Funktion eingebaut, dass ich den unter Vorbehalt ablehne. Also ich sage, hey, datenschutztechnisch seid ihr gut unterwegs, aber bitte erfüllt mir bis 1. Juni 2021 noch folgende Punkte, die kann ich damit eingeben, auch mit konkreten Dokumentenvorlagen. Ich werde den jetzt mal genehmigen. Auch hier sieht man, oder hier ist der Datenschutz auch mit Ja angeklickt. Und wenn ich den genehmige, geht eben dieser Prozessflow weiter. In dieser Phase auch Klassifikation hier. Und man sieht nun, dass man die diversen Fragebögen für Datenschutz, IT-Betrieb, wie gesagt, nur Beispiele, ausfüllen kann. Wir bieten oder wir erarbeiten mit unseren Kunden in der Regel auch konkrete Templates für diese Prozesse. Die könnte man auch in der Compliance Factory abbilden in Teilen. Das ist dann immer eine individuelle Sache, wie wir das konkret machen. Ein Beispiel ist hier. Hier habe ich einfach so eine deutsch-englische Excel-Datei gemacht. Das war vom Kunden so gewünscht. Und hier kann man Schadensszenarien absehen. Die sind vom BSI mit einer Schadenshöhe. Und die hilft eben, mache ich mal ein Beispiel, so eine Datenklassifikation abzubilden, zum Beispiel vertraulich. Und dann sind hier unten konkrete Maßnahmen beschrieben. Das ist jetzt ein Beispiel für Microsoft Office 365. Da gibt es so Security Labels. Das wäre so ein Beispiel. Und dann könnte man hier eben in der IT-Sicherheit fragen, ey, wie sind denn deine Daten klassifiziert? Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ja, woher soll ich wissen, wie meine Daten klassifiziert sind? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und da haben wir solche Handreichungen, wo wir eben sagen, okay, es gibt eine Schadenshöhe, es gibt ein Schadensszenario, klick dich durch und dann evaluieren wir, ob das eben vertraulich, streng vertraulich oder dergleichen ist. Analogie auch hier, das ist von einem anderen Anwendungsbeispiel, da geht es auch um Schutzbedarf. Das Template erstellt, da sieht man auch so erklärt, sind dann in dem Fall, gibt es hier aus der Matrix dann eben hohen Schutzbedarf, eine Vertraulichkeit in der Informationsklasse und hier haben wir dann, das ist nämlich ein drittes Dokument hier, verschiedene Assets in der Cloud, die wir dann eben schützen. Für die gibt es Risiken und technisch-organisatorische Maßnahmen und ein Löschkonzept. Und solche Vorlagen, die verlinke ich dann in der Regel hier in so einem Beispieltext. Das ist möglich, dass ich die hier eingebe und dann sage ich, hey, wenn ihr eine Vorlage für das Risikomanagement braucht, dann schaut bitte hier rein oder wenn ihr eine Vorlage für Identity and Access Management, für Sicherheitskonzepte,
und dergleichen braucht, dann hinterlegen wir die hier in diesem Workflow. Und dann weiß man immer zur rechten Zeit als Cloud-Projekt, okay, ich muss das und das und das erfüllen und ausfüllen. Gebe das hier in der Compliance Factory ein, lade das hoch. Es gibt natürlich auch die Funktion, so einen Fragebogen, so eine Frage mit einer Hochladfunktion zu versehen. Damit man einfach die Anforderungen für die Stakeholder zur richtigen Zeit erfüllt und nicht am Anfang komplett erschlagen ist von hunderten Templates, die irgendwo in SharePoints oder OneDrives oder dergleichen eben verstreut sind. Das ist so dieses Ziel, die Grundidee hinter dieser Compliance Factory. Ich gehe darauf vielleicht nochmal mit diesem Bild hier ein. Es ist halt dieser Dreiklang. Eine zentrale Organisationseinheit aus Technikern und Projektleitern und Compliance-Verantwortlichen, die das organisatorisch einfangen, die Projekte in diesem Prozess führen und auch mit begleiten. Das ist ganz wichtig. Also es ist immer auch eine beratende Funktion, die auch immer möglichst von internen Mitarbeitenden besetzt sein sollte. Also klar, wir kommen jetzt als Externe daher, aber es sollte möglichst schnell ein Übergang stattfinden, dass das komplett in der eigenen Hand der jeweiligen Organisation liegt, in den Prozess, in die Compliance Factory und von der Compliance Factory dann eben in die jeweiligen Templates, die ich gerade kurz skizziert habe. Das sind natürlich auch nur Beispiele, die ich hier gezeigt habe. Die können beliebig auch angepasst werden. Und natürlich, Excel ist auch immer eine unglückliche Form, aber das hat halt erstmal jeder. Und es ist auch ein Start. Und das muss auch nicht das Endprodukt sein. Man kann dann natürlich auch hier das fließend weiterentwickeln. Und wie das genau ausschaut, wie man sowas modellieren kann, das werde ich jetzt kurz an diesem Beispiel hier zeigen. Wir haben hier, das ist so quasi die offene Motorhaube dieses Werkzeugs, und das würden dann auch unsere Kunden bekommen als Administratorinnen und Administratoren. Und das hier ist heute dieser Beispielfragebogen, den ich da erstellt habe. Und die können wir uns gerne mal anschauen. Da gibt es so ein paar Standarddaten, die man eingibt. Und hier kommen wir dann eben zu den Benutzern. Das ist ein bisschen falsch jetzt beschrieben, weil das sind eigentlich Benutzergruppen und das sind genau diese Stakeholder, von denen ich gerade sprach. Na, hier ist die IT-Sicherheit, hier ist der IT-Betrieb und hier ist der Datenschutz so als Beispiel. Wir können auch den Betriebsrat hinzufügen. Und vor allem ist auch das CCC hier, was dann eine gewisse Rolle spielt. Nämlich, es gibt diesen Steckbrief frei in der Regel. Also sagt so, ey, diese Basisinformationen, die brauchen wir. Das können wir schon mal prüfen, damit das dann eben in die richtige Richtung geht. Hier würden dann eben die Kolleginnen und Kollegen aus diesen jeweiligen Bereichen angebunden werden. In Zukunft dann hoffentlich auch über eine Active Directory-Anbindung und solche Geschichten. Hier sieht man dann auch, dass ich Phasen eingerichtet habe für so einen Prozess. Also wie gesagt, das ist heute ein dreiphasiger Prozess, der kann auch beliebig viele Phasen haben. Das ist natürlich auch wieder individuell verschieden mit einer Initialisierung, Klassifikation und eben technisch einfach nur, um das Ganze abzuschließen. Was wir machen, wir bohren diesen Prozess gerade so auf, dass man, auch wenn so ein Onboarding abgeschlossen ist, dass man diese Vorgänge und diese Onboardings wieder aufmachen kann, wieder neu bearbeiten und dann wieder abschicken kann. Also das ist heute noch sehr linear und sehr statisch. Und das ist ein Nachteil, den wir in den nächsten 5 Wochen beheben werden. Und dann kann man faktisch keinen linearen Prozess abbilden, sondern wirklich einen Kreislauf, sodass man Aktualisierungen in diesen Projekten immer wieder vornehmen kann und die auch immer wieder durch die verantwortlichen Stakeholder prüfen lassen kann. Also zum Beispiel wird es nächstes Jahr oder vielleicht nächstes Jahr, das hat sich oft verzögert, ein neues IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland geben. Damit kommen neue Meldepflichten einher. Die müssten auch für ein Cloud-Projekt abgebildet werden, wie die denn konkret umgesetzt werden, auch mit Dokumentationsanforderungen etc. Und das können wir dann hier anpassen. Diese Compliance Factory, sage ich ja, das sind Fragebögen, die logisch miteinander verknüpft sind. Das hier sind die Definitionen von diesen Fragebögen selber. Und hier hinten sieht man dann eben konkret die Fragen. Und das ist jetzt erstmal sehr, sehr unsortiert. Aber sie sind zum einen sortiert durch diese Fragebögen selber und zum anderen haben wir hier noch Filterfunktion. Und es gibt dann auch Kategorien, die ich hier einsetzen kann. Zum Beispiel wäre es möglich, ich definiere Informationssicherheits- oder Informationsklassen
vertraulich, streng vertraulich als Beispiel einfach. Und dann sage ich, okay, ich bündle jetzt Fragen unter dieser Kategorie. Und sobald ich streng vertrauliche Informationen habe, wird dieses ganze Fragenset von 10 Fragen, 20 Fragen oder Anmerkungen oder Informationsfelder wird dann für das Projekt bereitgestellt. Ein anderes Projekt braucht das nicht. Deswegen ist es da nicht nötig, dass das angezeigt wird. Wie das konkret funktioniert, können wir gerne hier an so einer Frage sehen. Hier ist eben die Fragestellung selber. Der Typ der Frage ist eine Ja-Nein-Auswahl. Und hier oben sind die Abhängigkeiten dargestellt. Also soll heißen, wenn ich diese Frage beantworte, hat das Auswirkungen auf eine Frage, die die Auftragsverarbeitung angeht. Hat das Auswirkungen auf eine Datenminimierungsfrage, die ich dann noch gestellt habe. Und hier hinten kann man die Bedingungen hinzufügen, wann eben eine solche Frage angezeigt werden soll oder nicht. Ich gehe mal in dieses Beispiel rein, wo man das sieht. Hier sagt es zum Beispiel, wenn eine Auftragsverarbeitung vorhanden ist, also mit Ja beantwortet wurde, dann zeigt bitte diese Frage an. Das Prinzip, was ich hier einfach verdeutlichen will, ist, wir können diese Fragebögen sehr individuell anpassen. Wir können sie von Grund auf neu gestalten. Wir haben auch so ein Basisset an Fragen, die da schon drin sind normalerweise und können uns dann eben auf die jeweiligen Gegebenheiten der Unternehmung oder der Organisation einstellen. Und hier sind dann eben verschiedene Versionen dieser Fragebögen hinterlegt, die entsprechend dann natürlich auch gekennzeichnet werden können. Sachen können auch importiert werden. Wie gesagt, man kann ja auch Dokumente hinterlegen, Templates etc. pp. Einfach um diese Idee abzubilden. Wir möchten dieses Problem lösen. Hier nochmal auf die Präsentation. Dass es sehr viele, sehr verschiedene Anforderungen in sehr verschiedenen Kontexten geben kann, die es zu erfüllen gilt mit sehr vielen verschiedenen Stakeholdern. Und wir möchten unsere Kunden einfach befähigen, da möglichst schnell diese ganzen komplexen Anforderungen zu erfüllen, nachweislich zu erfüllen, auch auditierbar zu erfüllen und eben trotzdem ihre Projekte schnell in die Cloud zu bekommen. Innovative Technologien sehr schnell umzusetzen und auch sicher umzusetzen. Spätestens mit dem Beispiel, deswegen habe ich es auch genommen, Microsoft 365, gibt es da ja sehr viele Probleme und sehr viele offene Themen. So, ich gehe nochmal in die Compliance Factory rein. Und zeige auch gerne mal, wie grundsätzlich so ein Prozess hier ablaufen könnte, wie ich so einen Fragebogen erstelle. Was man hier sieht, sind dann eben auch so Alarmfunktionen, dass ich halt sagen kann, okay, wenn meine Frage über eine Zeit lang nicht bearbeitet wurde, dann möchte ich bitte eine E-Mail-Notifikation haben. Es gibt auch ein komplettes E-Mail-System dahinter natürlich, dass halt Stakeholder benachrichtigt werden, wenn irgendwas freizugeben ist, wenn es irgendein Review gibt etc. pp. Hier sieht das nackig dann eben so aus, dass ich hier die Benutzergruppen anlegen kann, zum Beispiel den Datenschutz. Mit Benutzern versehen kann. Da haben wir jetzt hier mal einfach nur diese Beispiele mit Doris Datenschutz, origineller Name. Hier kommen dann die verschiedenen Phasen mit Fortschrittswerten etc. pp. Da gibt es, wie gesagt, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das auszuarbeiten. Und der Prozess ist normalerweise so, dass wir zu einem Kunden gehen und wirklich mit ihm zusammen diese ganzen Ergebnistypen, die hier reinkommen, diese Fragen, dieses Prozedere, diese Abläufe selbst definieren und auch mit ihm zusammen erarbeiten. Man kann solche Fragebögen weich gestalten oder hart gestalten. Also hier ist zum Beispiel diese Option, du kommst nur weiter in diesen Prozess, wenn du diesen Fragebogen auch wirklich beantwortet hast und es eine Genehmigung vorgibt. Man kann ja aber noch diverse andere Features oder Funktionen einstellen, dass das eben nur so for your information zum Beispiel dargestellt wird, also man keine Freigabe benötigt. Hier wähle ich dann die Phase aus, in der dieser Fragebogen angezeigt wird. Hier sage ich dann, okay, wer soll den bitte genehmigen? Ich habe jetzt natürlich hier nur den Datenschutz eingegeben, deswegen haben wir auch nur diese eine
Möglichkeit. Hier ist dann eben der Bearbeitende. Das ist auch so, dass von mir aus auch der Datenschutz selber hier Fragebögen bearbeiten muss für das Projekt vielleicht, wenn das irgendwie nötig sein sollte. Und die Phase darf nicht leer sein. Haben wir auch noch eine, so den Anfang. Und so würde eben diese Gestaltung voranschreiten. Und hier würde ich dann die einzelnen Fragen eingeben. Und das wäre dann eben ein mehrteiliger Text von mir aus, ne, beim Titel vielleicht nicht. Und so schaut es dann aus. Und ich muss dann hier nochmal vorangehen und sage, okay, dieser Titel wird dann auch die gesamte Initiative benennen als ein Projekt. Und so wäre dann halt dieser Prozess, also jemand vom CCC würde dann hier komplette Fragebögen erstellen mit einer Logik. Also hier gibt es jetzt natürlich keine anderen Fragen, aber hier kann ich dann beliebig diese Logiken verschachteln, die dann greifen sollen. Je nachdem, wie hoch ist der Schutzbedarf von der Applikation, ist das ein Bezahldienst, muss da vielleicht noch irgendwas beachtet werden. Solche Themen sind hier alle möglich. Um dann eben, und das ist eben der Ausgangspunkt nochmal, wirklich komplexe Themen wie SAP on Azure, wie Microsoft Office 365 abarbeiten und vernünftig darstellen zu können. Und zwar jeweils anhand der Bedürfnisse der jeweiligen Organisation. Das ist so die Idee dahinter. Okay, ich bin gerade in einem guten Redefluss. Ich wollte fragen, gibt es Fragen zu dieser Vorgehensweise? Oder gibt es da vielleicht Anmerkungen zu, gern auch zu diesen Thematiken, die ich hier aufgeworfen habe? Wie kann ich eigentlich Daten klassifizieren? Oder wie kann ich eigentlich so eine ISO 27001 abbilden? Wie könnte das vielleicht in der Compliance Factory vonstatten gehen? Okay, die Frage von GR, diese Best Practices, das meinte ich gerade mit diesen, dass wir diesen Prozess einführen, dass wir Stakeholder haben, die zentral an einer Stelle auf diese Projekte Inhalte zugreifen können und eben diese Inhalte hier ranbekommen. Wir haben ein großes Problem bei einem Kunden, dass man nicht weiß oder keine Idee hat, wie konkret kann ich diese Daten klassifizieren. Und es ist schwer, ein Projekt zu planen, schnell zu planen, auf die Straße bekommen, wenn ich nicht weiß, welche Anforderungen ich dann konkret erfüllen werde. Und was wir machen, ist häppchenweise Compliance-Anforderungen zu geben. Und dieser Prozess hier muss nicht durchlaufen werden, um in die Cloud zu kommen. Sondern es reicht, wir machen das in der Regel so, Initialisierung beantworte uns 4 oder 5 Standardfragen und dann bekommt man einen Test-Account. Ich kann das hier auch nochmal in der Ersatzfolie zeigen. Man sieht gerade die Präsentation, ne? Okay. Und zwar würden wir sagen, okay, nach einer schnellen Initialisierung bekommt man schon eine Testumgebung in der Cloud, in der man arbeiten kann und auch anfangen kann mit der Entwicklungstätigkeit. Und dann werden sukzessive diese Fragebögen, die ich vorhin gezeigt habe, hier beantwortet. Aber parallel startet schon die Entwicklung in der Cloud und dann kann man hier über einen Produktivgang, also je nachdem, wenn man agil bereit ist, wird es ja sowieso schrittweise live gesetzt, die einzelnen Features, können die dann hier parallel entwickelt werden und es werden auch immer so diese Häppchen an Compliance-Anforderungen erfüllt, die jeweils nötig sind. Und bisher haben wir oft die Erfahrung gemacht, gab es so eine zentrale Dokumentation dieser Onboardings noch nicht. Ich hoffe, das konnte. Kommentar im Chat. Sollte bei Banken unlängst in der SSO geklärt sein. Die Tool-Unterstützung wie die Compliance Factory ist aber dabei sehr hilfreich. Ja, also auch nochmal. Wir haben oft auch das Problem, dass wir mit dieser Compliance Factory zu spät starten. Es gibt neben diesen Anforderungen auch Sachen, okay, gibt es Budget oder sind andere Sachen vielleicht im Voraus geklärt? Also wie gesagt, das ist ein Stück nasser Ton, den wir hier haben. Also das ist wirklich auch diese Kernaufgabe, das dann so zu modellieren, dass es auch effizient geht. Und allein die DSGVO hat so viele Anforderungen in so vielen verschiedenen Ausprägungen,
dass sehr viel von diesem Prozess hier, von diesem Vorgehen abhängt und auch wie wir diese Fragebögen gestalten, dass man das halbwegs, mit halbwegs vertretbarem Aufwand dokumentieren und nachweisen kann und eben trotzdem mit der Entwicklung jetzt nicht aufgehalten wird. Häufig gab es das auch so, dass man sagte, okay, wir haben unseren Dienst fertiggestellt, haben aber folgende aktuelle Sachen, die jetzt auch compliance-technisch relevant sind, nicht beachtet und dann wird der Go-Live gestoppt. Und es darf kein produktives Datum verarbeitet werden in der Cloud. Und das ist dieses Kernproblem, was ich versucht habe zu illustrieren, und zwar eben hier, dass man diese ganzen Sachen in der Pharmaindustrie vielleicht mit der FDA zu tun hat, im Bankensektor immer mit der BaFin zu tun hat, bei kritischen Infrastrukturen wird die ISO eine sehr große Rolle spielen, oder nicht die ISO selber, das ist natürlich nur ein Instrument, das umzusetzen, aber die Informationssicherheit. Hier ist auch nochmal diese Kritis-Thematik. Wie soll ich jetzt konkret den IT-Grundschutz abbilden? So, was heißt denn jetzt genau Verschlüsselung? Und das sind so Sachen, die wir mit diesem Workflow für jede Firma individuell beantworten. Ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel konkrete Verschlüsselungsstandards naheliegen. Das ist immer das Stichwort aktueller Stand der Technik. Aber wie das konkret aussehen soll, was das genau meint, das sind genau diese Fragen, die wir hier eben in der Compliance Factory stellen, wo ich halt diese Fragestellung habe, hast du deine Daten verschlüsselt? Und unten kommt ein Infofeld von mir aus. Es muss mindestens der Standard sein, was wir häufig auch machen. Wir verweisen schon mal auf die aktuelle Dokumentation von den Cloud-Anbietern, AWS, GCP oder eben die Azure Cloud, und geben den Projekten dann konkrete Handlungsmaßnahmen, konkrete Informationen, wie das eben wirklich umgesetzt werden kann. Das ist so dieser Punkt. Und daher dieses Werkzeug, und dieses Werkzeug muss man vorher schmieden. Also deswegen sage ich, es gibt immer nur Sinn, sozusagen das in diesem Kontext zu machen. Schnittstellen, ich hatte kurz angekündigt, war eine Frage aus dem Chat. Ja, wir machen das so, dass wir versuchen, das natürlich an das Active Directory unserer Kunden anzubinden. Wir haben bei allen Kunden jetzt auch, versuchen wir das in die Cloud-Infrastruktur reinzubekommen, also dass man zum Beispiel direkt auf die Ressourcegruppen verwiesen wird, um dann eben zu sehen, okay, wie ist jetzt die Cloud-Infrastruktur dort aufgebaut. Und da sind wir aber auch noch in Entwicklung, also das kann gern auch noch ein bisschen besser vorangehen. Hängt auch vom Einzelfall ab. Ich werde nach diesem Termin, wie gesagt, nochmal so einen Link rumreichen, in dem wir so diese aktuellen Entwicklungsschritte, die wir mit der Compliance Factory vorhaben, aufgezeigt haben. Aber diese Schnittstellenthematik ist in der Tat dann auch noch ein Thema, das es zu klären gibt. Gut. Habt ihr noch Fragen? Sie noch Fragen? Es gibt eine Frage, wie viele Genehmigungsstufen da eingebaut werden können. Also das ist nur ein Beispielprozess hier. Ne? Es gibt Kunden, die haben hier 5 oder 6 Phasen. Es gibt Kunden, die haben 4 Phasen. Es gibt Kunden, die haben nur 1 oder 2. Und das ist genau das, was wir dann mit Ihnen oder mit euch zusammen erörtern würden. Man könnte sagen, wir machen hier die 3 Stakeholder, die hier relevant sind. In der anderen Phase werden das dann eben nur noch 2 sein. Und die eben auch nicht hart, also dass die jetzt kein Veto haben, sondern nur ein Informationsrecht. Und das sind diese Sachen, die wir hier mit Ihnen zusammen modellieren können. Wichtig ist, dass man eben nicht von diesen Stakeholdern erschlagen wird, sondern dass man halt hier sagt, Leute, also liebe IT-Sicherheit, lieber Datenschutz, ich weiß, es ist wirklich wichtig und es ist auch wirklich wichtig, eure Anforderungen. Aber haltet die Leute nicht ab, wirklich Features zu entwickeln. Deswegen, dieser Eingang ist wichtig, dass wir hier erstmal so ein paar Basissachen haben, die Leute kriegen ihre Dev-Test-Subscription, den Cloud-Account, ihre Instrumente, die sie, ich sag mal so, zum wirklichen Arbeiten brauchen für diese neuen Features. Und dann kommt ihr im Prozess, in der Entwicklung mit an Bord. Es ist ja häufig auch so, dass sich eine Anforderung oder eine Funktion von einem Tool während des Entwicklungsprozesses ändern muss. Dass man halt sagt, wir haben neue Anforderungen von der IT-Sicherheit, die wir vorher nicht bedacht haben. Oder wir müssen jetzt doch personenbezogene Daten verarbeiten, hatten das aber
vorher gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Und auf solche Sachen kann man hier eben auch flexibel reagieren. Fragt auch wegen der Workflows an externen Instrumente oder für externe Tools. Das müssen wir dann im Einzelfall betrachten, wie man diese Schnittstellen genau gestalten muss, soll. Ich hatte ja jetzt hier auch diese Excel-Dokumente gezeigt und nochmal, das ist jetzt für mich auch nicht die ideale Lösung. Es ist aber was, was schon da ist. Was hat jeder hat? Jeder hat Excel. Und dann wäre das erstmal so eine Aushilfe. Also hier sind ja auch diese kleinen agilen Rädchen. Das müssen wir dann wirklich mit Ihnen oder mit euch zusammen eruieren, wo das Tool dann wie angebunden werden soll. Und ich glaube, da sind wir mit dem Tool auf einem guten Weg, aber wir haben jetzt auch nicht jede Schnittstelle oder jede API da schon mit gedacht, als wir dieses Tool entwickelt haben. Das sind Sachen, die wir dort technisch anstupsen können. Formal stupsen wir sie ja an, indem wir einfach die ganzen Stakeholder hier mit reinholen in ein Boot. Und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt vielleicht. Es gibt vielleicht auch Fragen, die die IT-Sicherheit genauso sehr interessieren wie den IT-Betrieb. Wenn es zum Beispiel um Identity and Access Management geht oder das Lizenzmanagement interessiert sich auch sehr für das Identity and Access Management, schlicht weil die einfach wissen wollen, wie viele Nutzer sollen denn zum Beispiel ein Software-as-a-Service nutzen in Zukunft. Und diese Frage stellen wir aber hier nicht dreimal oder zweimal, sondern nur einmal. Und es ist dann auch möglich, in der Compliance Factory diese Fragen anzuzeigen für den Datenschutz, parallel auch für die IT-Sicherheit, parallel für das Lizenzmanagement. Den Steckbrief können sowieso alle sehen. Es können auch in der Regel alle anderen Fragen sehen, aber jeder Stakeholder kann nur die Fragen freigeben, die für sie oder ihn auch relevant sind. Also der Datenschutz wird keine Aktien haben, wenn es um Betriebsratsfragen geht, es sei denn, die Datenschützerin ist auch Mitglied des Betriebsrates, okay, andere Geschichte. Aber dass wir das halt wirklich vereinheitlichen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, es kam mir oft entgegen auch bei Kunden, dass es halt dann wirklich sehr viele Excel-Fragebögen gab, sehr viele Word-Dokumente gab, in denen die gleichen Inhalte von verschiedenen Leuten abgefragt wurde und die Projekte hatten dann eine harte Zeit, da auch wirklich für zu sorgen, dass das alles auch wirklich bedient wurde. Es kam zu Konfusion und dann gab es ganz, ganz viele Meetings und Abstimmungskonferenzen etc. pp. Und das wollen wir hier minimieren, so einen Abstimmungsaufwand. Was ich mache oder was wir machen, wir werden natürlich im Nachgang die Präsentation zur Verfügung stellen. Da steht dann auch drin, wie man mich erreichen kann, persönlich stefan.müller@direkt-gruppe.de. Stand heute, das wird sich vielleicht auch ändern, aber da halt mir Sie oder euch auch aktuell. Demo-Account, gute Frage. Wir haben, das hier ist eine Demo-Umgebung und da kann ich gern auch im Nachgang mal schauen, dass wir da einen Demo-Account bekommen. Und für Fragen oder so, wir können auch gerne mal einen Termin machen für eine halbe Stunde, wo ich das vielleicht unter vier Augen nochmal kurz darstelle. Ich fasse es vielleicht nochmal kurz zusammen, weil es war halt doch eine ganze Menge, die ich jetzt hier in meinem Monolog wiedergegeben habe. Problem, ein Projekt soll schnell und innovativ sein, viele regulatorische Anforderungen, und natürlich auch funktionale Anforderungen. Wir wollen wenigstens den Compliance-Teil ein bisschen verschlanken. Holen daher verschiedene Kollegen aus verschiedenen Bereichen Technik, Compliance, Projektleitung in ein CCC, ein Cloud Competence Center rein. Bauen einen Prozess, der so ein Onboarding oder so eine Einführung von Cloud-Technologien möglichst schlank und einfach machen soll. Und bringen in diesem Kontext unser Tool, die Compliance Factory, dieses Fragetool mit. Oder haben zumindest dieses Angebot, wo wir diesen Prozess schlank und einfach darstellen wollen. Das ist das Ziel. Und haben eben hier dann auch die Möglichkeit, diesen Prozess mit konkreten Templates in irgendeiner individuellen Form abzubilden, damit man eben auditierungsfähig ist und eben trotz dieser Anforderungswust, die hier in Deutschland oder in Europa später zeitnah vielleicht auch in den USA eine Rolle spielt, Cloud-Technologie nutzen zu können, ohne dass man das Risiko eingeht oder zumindest das Risiko sehr minimiert, von offizieller Stelle ermahnt zu werden. Das ist so nochmal der rote Faden.
Fragen gibt es im Nachgang, kommt die Fragemöglichkeiten gibt es natürlich über die offiziellen Kontaktstellen der Direktgruppe. Ich werde meine E-Mail in die Präsentation noch mit reinschreiben für Nachfragen. Demo-Version schaue ich, dass wir da mal einen Account zubekommen und wir da auch vielleicht gerne, Herr Stange, unter vier Augen nochmal Gespräch haben oder auch für alle anderen Interessenten. Und genau, das war's eigentlich. Ich kann gerne dann auch nochmal über Best Practices vielleicht in einem anderen Webinar sprechen.